Ja, sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kollegen, liebe Deutschlandretter der AfD. Ausbau der erneuerbaren Energien in den Tourismusregionen stoppen, ist der Antrag unserer Fraktion. Eine Fraktion, die als einzige mit klarem Menschenverstand, Herr Tonne, und mit offenen Augen die Sorgen und Nöte der deutschen Bevölkerung wahrnimmt. Sie anscheinend nicht. Liebe Kollegen der anderen Fraktionen, wenn selbst die Neue Osnabrücker Zeitung am 20. Juni 2023 dazu aufforderte, über unseren Antrag der AfD nachzudenken, sollten Sie sich mal ehrlich machen und Ihr Handeln überdenken. Sie waren es, die in der Beratung im Ausschuss unseren Wunsch der schriftlichen Unterrichtung durch die Landesregierung sofort ablehnten und sofort abstimmten, unseren Antrag ohne weitere Diskussion abzulehnen. Sieht so Ihr demokratisches Verständnis aus? Wenn ja, dann gute Nacht Niedersachsen und gute Nacht Deutschland. Herr Pohlmann, Sie führten kurz im Ausschuss aus, der Antrag klammere die wesentlichen Elemente einer wirtschaftsfördernden Kraft der erneuerbaren Energien in den touristischen Regionen aus. Welche wirtschaftsfördernde Kraft meinen Sie denn? Wenn Sie durch das Schreddern von Gänsen die bessere Produktivität der Grünlandbewirtschaftung meinen, so muss ich Ihnen dann wohl recht geben. Andere wirtschaftliche Vorteile sehe ich da nicht. Da hoffe ich doch sehr, dass Sie am 5.9.2023 den Bericht der Deister- und Weser-Zeitung aufmerksam gelesen haben, denn da hätten Sie noch was lernen können. Das auf Tourismus angewiesene Bad Pyrmont möchte nämlich den Erhalt des Landschaftsbildes. Und so steht es auch in Ihrem Koalitionsvertrag. Die naturräumlichen Besonderheiten der Region wollen wir sichtbarer sowie für den nachhaltigen und klimaschonenden und naturnahen Tourismus nutzbar machen. Da fragt man sich doch als Bürger, wieso macht die rot-grüne Landesregierung das? Genau das Gegenteil. Wir von der AfD sind es, die genau mit diesem Antrag ihre Versprechung halten wollen. Und ausgerechnet Sie lehnen Ihre eigenen Forderungen ab. Und warum? Richtig, es ist von der AfD, der Partei, die das Wohle des eigenen Landes fordert und dafür eintritt. Die einzige echte Naturschutzpartei. Naturschutz ist und bleibt nun mal Heimatschutz. Und Herr Tonne, Sie sprachen heute Morgen zum Thema Energie ständig von Kernbereichen. Kernbereich zur Versorgungssicherheit ist und bleibt die Kernenergie. Dass die SPD sich von den Grünen vorführen lässt, ist ja nun wahrlich nichts Neues. Aber dass die damals konservative CDU dieses Spiel auch noch mitspielt, ist für mich unverständlich und mit gesundem Menschenverstand in keinster Weise zu erklären. Liebe CDU, wo haben Sie eigentlich zwischen 1990 und heute den Blick für die Realität verloren? Es muss irgendwo definitiv vor 2013 gewesen sein, denn da haben kluge Köpfe eine Alternative zu Ihnen gegründet, die Alternative für Deutschland, kurz AfD. Aber mit Ihren jüngeren Abgeordneten ist dann wohl auch noch einiges schiefgelaufen. Diese kennen besser das grüne Parteiprogramm als ihr eigenes. Denn sonst wären Aussagen Ihrer jungen Kollegen in diesem Hohen Hause erst gar nicht gefallen, wie zum Beispiel, wer den Klimawandel leugnet, sollte selbst verboten werden. Oder wenn Ihre jungen Kollegen auf die Idee kommen, komplett gegenderte Redebeiträge abzuliefern. Konservativ geht definitiv anders. Schauen Sie sich uns an, diese Gruppe, dann wissen Sie, wie es geht. Die jungen CDUler sind grüner als so mancher Grüner selbst. Ja, Frau Hartmann, da lachen Sie. Würden Sie nur einmal auf die Basis, liebe CDU, Ihrer Partei hören, dann müssen Sie für unseren Antrag sein und die Ablehnung klar und deutlich ablehnen. Es waren schließlich Ihre Kollegen, die sich gegen den Windpark im Nordkreis Osnabrück im Erholungsgebiet Eifsee ausgesprochen haben. Es war Ihr Bürgermeister, der klare Kante gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien gezeigt hat. Wir von der AfD lehnen die Ausschussempfehlung definitiv deutlich ab für den Erhalt unserer Heimat, für Niedersachsen und fürs deutsche Volk. Dankeschön.